Also ich bin der Michael Hafrung, ich bin Pilzsachverständiger aus Brünn im Landkreis Hildburghausen. Es ist jetzt recht nah hier. Wir sind in einem anliegenden Waldgebiet unterwegs und wir hoffen, dass wir heute ganz viele schöne Pilze finden. Ich bin der Nils Weise, bin aus Eisfeld, das liegt im oberfränkischen Teil von Südthüringen. Und ich bin Pilzsachverständiger seit 2018. Also wir sind heute in der Görsdorfer Heide unterwegs und hoffen, dass wir mit euch ganz viele schöne, spannende Pilze finden. Das ist unser Ziel für heute. Genau, los geht's. Also es hat gar nicht lange gedauert. 10 Meter vom Auto, der erste typische Vertreter in diesem Habitat hier. Wir sind also zwischen Kiefern und Fichten unterwegs auf relativ saurem Boden und sandig vornehmlich. Und jetzt haben wir hier den Fichtenreizker gefunden und recht schön, sogar recht fotogen hat er sich gemacht. Da hängt nämlich noch so ein zweiter mit dran, ne? Der ist aber so leicht aus dem Stiel da unten mit rausgewachsen. Ja, grundsätzlich ein essbarer Pilz. Da sind wir bei den Milchlingen unterwegs. Es ist also eine Gattung, die man recht gut bestimmen kann. Die Hauptmerkmale wären jetzt, dass er als allererstes sind die Zellen von diesem Pilz anders aufgebaut wie von vielen, vielen Pilzen, die ihr so draußen finden werdet. Und zwar ausnahmslos die Milchlinge und die Täublinge, die gehören zu den Sprötblättlern. Und wenn man jetzt mal den Stiel hier nimmt und möchte den mal zerbrechen, dann zerbricht er wie so ein Stück Apfel oder Styropor, nenne ich es ganz gerne. So, wenn man den hier kaputt machen möchte, dann zerbricht er so in Einzelteile ohne zu fasern. Und der Grund dazu besteht darin, dass diese Zellen von diesem Pilz kugelartig aufgebaut sind. Deswegen, ja. Machen wir es mal so. Weil du gerade schön vor der Kamera. Ja. Deswegen zerbröselt dieser Pilz so wegen diesen kugelartigen Zellen. Und das machen nur die Milchlinge und die Täublinge. So. Wenn man jetzt quasi bei diesem zerbröselnden Stiel ist, guckt man sich als nächstes mal die Milch an, also der Milch jetzt hier extrem. Und zwar, wenn man jetzt mal hier so ein bisschen über die Lamellen geht, über die Fruchtschicht, dann sieht man hier eine orangefarbene Milch austreten. Dann weiß man, dass man also bei den Milchlingen unterwegs ist. Und diese Milch, die kann jetzt im Prinzip unterschiedliche Farbtöne haben. Also wir haben da orange, wir haben da weiß, wir haben da transparent, also im Prinzip wie Glas sieht das dann aus. Und wenn man orange Milch hat, dann ist man auf jeden Fall bei einem essbaren Pilz. Das ist was man eigentlich ziemlich gut bestimmen kann, eigentlich auch jeder zu Hause, wenn man sich so die 2, 3 Merkmale mal anguckt, also zerbröselnder Stiel sowie Styropor und orangefarbene Milch, dann ist man bei den Reizkern unterwegs und die sind alle essbar, vollkommen egal, was man da für einen hat. Hier in diesem Fall ist es jetzt der Fichtenreizker. Den erkennt man an diesen leicht Grüntönen, die der oftmals mit drin hat. Und der Stiel, den ich jetzt aber schon kaputt gemacht habe, der Stiel weist eine ziemlich glatte Oberfläche auf. So, die nahen Verwandten, der Kiefernreizker, den werden wir heute bestimmt auch noch finden, oder auch der Lachsreizker oder der vielverfärbende Reizker. Da gibt es also noch ein paar andere Arten, aber die haben typischerweise am Stiel deutlich andere Merkmale. Das gucken wir uns dann an, wenn wir das noch finden. Okay? So, und da hier haben wir jetzt nochmal so einen Mykorrhizapilz, also den hatten wir jetzt eben schon mal, den Fichtenreizker. So, typischerweise mit der Fichte, und zwar die steht auch bloß 2 Meter entfernt. Praktischerweise, genau, so, da wo der auch genau wachsen soll, auf den sauren Böden hier, mooshaltig, so. Und dann gehen wir mal ein paar Meter davor. Jetzt habe ich euch vorhin was erzählt von oranger Milch, dass die Milchlinge, also alle mit oranger Milch, wenn die orange wird, gell, dass die alle essbar sind. Und einen Verwechslungspartner haben wir ein paar Meter da drüben, da gehen wir jetzt mal hin. So, und der gehört auch zu den Milchlingen. Das ist ebenfalls ein symbiosebildender Pilz. Wo haben wir ihn? Ich habe ihn gerade gesehen, vor 2 Metern. Hier stand er irgendwo da. So. Der sieht im Prinzip sehr ähnlich aus. So. So. Genau. So. Tun wir mal den weg. So. Also hier haben wir den Fichtenreizker, der wäre essbar. Und das hier ist der Birkenmilchling. Ups, also auch ein Milchling. Aber der Unterschied hier ist, dass der weiße Milch hat. Wenn wir den mal ein bisschen kaputt machen, mal gucken, da weiße Milch. Könnt ihr das aufnehmen? Könnt ihr das sehen, dass diese Tröpfchen im Prinzip weiß sind? So. Warte. Der
So, und der wäre jetzt extrem scharf. Der ist sogar leicht giftig, wenn man den essen würde. Und wenn man jetzt, man könnte den sogar mal probieren, der wäre jetzt extrem scharf. Warum sage ich probieren? Es gibt, wenn man die Sprötblättler, die Milchlinge und die Täublinge sich anguckt, dann gibt es für uns Sachverständige gibt es eine Regel, und zwar die Täublings- und Milchlingsregel. Da ist es so, wenn man es als Täubling oder Milchling identifiziert hat, das heißt, man weiß genau, der Stiel zerbricht so styroporartig. So, das gucken wir uns gleich bei dem anderen mal an, wie der andere das macht. Das holen wir gleich mal raus. So, so, das wäre also der Risspilz, so, von eben. Wenn wir jetzt mal versuchen, den Stiel kaputt zu machen, dann sieht man, dass der so fasert. Weil die Zellen hier sind also im Querschnitt längsförmig. So, und genau weil die so längsförmig sind, fasert der Stiel, wenn man den kaputt macht. Den kann man also eben nicht so zerbrechen wie den anderen. So, wie den hier. So. Jetzt sind wir also bei den Milchlingen und bei den Täublingen. Wenn man also weiß, dass der Stiel so bricht, dann darf man den sogar probieren. Und dann gibt es im Prinzip drei Arten, wie es sein kann. Noch ein Probieren, da muss man sich durchaus mal 5 oder 10 Minuten Zeit lassen. Die Wirkung im Mund, das kann auch mal einen Moment dauern, bis das eintritt. Und dann gibt es die Variante, es schmeckt mild. Wenn es ein mild schmeckender Milchling oder Täubling ist, dann ist der in Deutschland essbar. Dann gibt es noch die Varianten bitter und scharf. Und wenn das scharf oder bitter wäre, dann darf man es nicht oder dann sollte man es nicht essen. Dann sind sie entweder ungenießbar und einfach nur scharf oder sogar schwach. Das kann schon mal sein. So, genau. Und das passiert? Also mir ist es auch schon mal passiert, tatsächlich, ja. Also ich bin jetzt Pilzsachverständiger seit 2018, beschäftige mich aber schon seit 25 Jahren mit Pilzen. Und bei Pilzen ist es so, dass man auch individuell, jeder Mensch kann auch Unverträglichkeiten gegenüber einzelnen Pilzarten haben. Das heißt, auch wenn der Steinpilz allgemein als verträglich und als guter Speisepilz gilt, gibt es immer wieder auch mal einzelne Menschen, die den vielleicht nicht vertragen. Und genau so ist es bei mir beim Parasolpilz. So, der Parasolpilz, der Riesenschirmling, den werden wir jetzt hier im Wald, es gibt auch ein Waldparasol, aber ich weiß nicht, ob wir den heute hier sehen. Möglicherweise werden wir nur noch vor die Kamera kriegen. Da ist es so, dass der grundsätzlich eigentlich essbar wäre. Aber mein Körper verträgt ihn halt nicht und da habe ich mir schon mal ordentlich Bauchweh eingehandelt nach einer Mahlzeit und seitdem verzichte ich halt einfach auf ihn. Also das ist so eine Grundtendenz oder eine Grundregel eigentlich für neue Pilzarten. Wenn man jetzt Pilze sammelt und man hat die Art noch nie gegessen, dann sollte man langsam machen. Mal eine kleine Mahlzeit, halt nicht gleich am Tag ein halbes Kilo essen und das über 3 Tage hinweg. Das kann dann schon zu einer deutlichen Unverträglichkeit führen, auch einfach, weil Pilze ja schwer verdauliche Lebensmittel sind, grundsätzlich. So. Und deswegen dran gewöhnen. Erstmal gucken, wie reagiert der Körper da drauf und wenn alles schick ist, naja, dann kann man ja essen. So. Und dann hatten wir über Symbiose und Mykorrhiza gesprochen. Symbiose, Mykorrhiza, saprobiontische Pilze und eben parasitäre Pilze. Und das hier sind jetzt also Mykorrhiza-Pilze. Der hier mit der Fichte, den haben wir uns gerade angeguckt. Und das hier ist, der hat also der Name Birkenreizker oder auch Birkenmilchling. Und da sollte in der Nähe irgendwo mal, da ist die Birke. So. Das ist für uns, wenn wir unterwegs sind im Wald, ist der Standort, das Habitat, die Bäume, die zeigen uns schon eine Menge an Pilzen, was wir so erwarten können, was können wir finden. So. Deswegen ist es für uns auch ganz interessant, welche Bäume sehen wir, wenn wir durch den Wald gehen. Und hier sind immer wieder in diesem Gebiet, hier in diesem Habitat, in diesem sauren Sandboden, Fichte, Kiefer und eingestreut immer mal wieder Birke. So. Gerade die Birke ist ein Pionierbaum, da wächst wirklich eine Menge drumherum. Gerade die symbiosebildenden Pilze, Rotkappen, Birkenpilze, gute Speisepilze. Bei der Birke hat man da recht gute Erfolgsquoten, dass man da was findet. Gell? So. Also grundsätzlich hat man 3 verschiedene Lebensarten von Pilzen. Das sind zum einen die Folgezersetzer, die Saprobionten oder auch Destruenten, die sich von toter organischer Materie ernähren. Ja, dazu gehört zum Beispiel der Schopftintling, den wir vorhin gefunden haben, Champignons und so weiter. Dann haben wir in der zweiten Gruppe quasi die sogenannten Mykorrhiza-Pilze. Das sind Symbiosepilze. Die Symbiosepilze, also darunter zählt zum Beispiel der Steinpilz, der Pfifferling, die brauchen immer einen Baum. Und diese Symbiose geht vom Baum aus. Der Baum steuert quasi, der Baum
benötigt Nährstoffe. Und wenn der Baum schlecht an Nährstoffe kommt, steuert der Baum quasi dieses Mykorrhiza-Geflecht. Und dann funktioniert das quasi so, der Pilz versorgt den Baum mit Nährstoffen und Wasser und bekommt quasi im Gegenzug das, was er selbst nicht bilden kann. Und das sind Kohlenhydrate, das ist Zucker. Genau. Die dritte Gruppe wären die sogenannten parasitären Pilze, die auch lebende Bäume befallen können und so weiter. Ein Vertreter davon wäre zum Beispiel der Hallimarsch. Genau. Und der kann aber auch Totholz befallen etc. Ne? Also hier hätten wir jetzt den sogenannten Schopftintling. Der wird im Volksmund auch als Spargelpilz bezeichnet. Und das ist einer der Tintlinge. Und diese Pilze sind jung essbar. Und im Alter setzt die Autolyse bei diesen Pilzen recht schnell ein. Das heißt die Eiweißzersetzung. Und dann lösen die sich quasi in Tinte auf und werden nicht mehr essbar. Innerhalb von Stunden. Im Endeffekt beginnt, also diese Eiweißzersetzung wird vom Stiel ausgelöst. Und wenn die Pilze quasi am unteren Hutrand anfangen schwarz zu werden, sind sie im Endeffekt nicht mehr essbar. Der wäre jetzt hier logischerweise noch nicht schwarz, der wäre noch essbar, der wäre mir aber persönlich zu alt. Ja, und hier vorne habt ihr ein altes Exemplar, da könnt ihr dann aussehen, wie das dann aussieht. So, da vorne, ein paar Meter hier. Hier, die können wir ja, hast du nochmal, das ist genau. Genau, so. Also das wäre jetzt ein altes Exemplar, so sieht er dann aus, wenn er definitiv drüber ist. So, und das Interessante ist jetzt, also dass man, der zerfließt richtig zu Tinte. Und im 19. Jahrhundert oder auch früher hat man daraus wirklich Tinte gewonnen. Also daraus wurde wirklich Tinte für Füller oder für Schreibutensilien gemacht, für Federn. Und damit hat man früher tatsächlich Briefe geschrieben. Ganz ehrlich. So, und wir haben jetzt im Volksmund, wird der ganz gerne auch als Spargelpilz bezeichnet. Das hat ja den Hintergrund, dass man ganz gerne die Stiele nimmt zum Essen und gar nicht so sehr die Hüte, weil die Hüte relativ wenig festfleischig sind. Da ist relativ wenig dran, aber die Stiele sind schon ziemlich gut. Und wenn man jetzt den Pilz, quasi den Hut abmacht vom Stiel und die Stiele hat man früher, meine Oma hat das früher noch gemacht, die hat das also eingekocht. Ne, und wenn das jetzt in einem eingekochten Glas dann da drin steht, ne, und dann hat man so 20, 30 Stiele, dann sieht es aus wie Spargel. Deswegen Volksmund Spargelpilz. Einwandfreier Speisepilz, wächst typischerweise genau, das ist der richtige Standort hier, Muschelkalk, Kies, also kalkhaltige Wegränder, da findet man den sehr, sehr häufig, gerade jetzt zu der Zeit. So, und dann kommen wir gleich zu dem nächsten da vorne. Mal 3 Meter weiter hin. Das ist der nächste Vertreter. Typischerweise genau diese Forstwege. Schon richtig kalkhaltige Forstwege. Das hier ist der Büschelrasling oder auch gepanzerte Rasling. Der hat jetzt eine Eigenschaft. Das nächste Merkmal, was wir uns heute mal angucken, wenn ich den jetzt mal hier, ich werde den mal versuchen rauszumachen. Oh, gucken, ob wir den rauskriegen. Ja. So. Der heißt Büscheliger Rasling aus einem guten Grund. Weil eins der Merkmale ist die Wuchsform. Das heißt, wie der Pilz quasi aus dem Myzel heraus, was ja im Boden drin ist, quasi die Fruchtkörper ausbildet. Und hier kann man das wunderschön sehen, dass aus einem einzigen Knotenpunkt erwachsen viele Fruchtkörper. So, das wäre ein essbarer Pilz. Der ist auch sehr unterschätzt. Der schmeckt sogar ziemlich gut. Ich habe den selber mal, ist recht festfleischig. Ich habe den selber auch schon probiert letztes Jahr. Ich finde ihn ziemlich gut. Ja, die Form, also die Farben sind recht braun gehalten. Oftmals ist der Hut leicht wellig, am Anfang ein bisschen halbkugelig und später flacht er dann mehr auf. Und ein weiteres schönes Merkmal ist quasi an dieser Stielspitze, das kann man hier recht gut sehen, an der Stielspitze. Das bedeutet also, das obere Ende des Stiels im Übergang zum Hut, das kann man da sehen, das sieht dann aus wie so weiß bereift oder so. Wie eine Eisschicht, die da drüber liegt. Das ist im Prinzip, bildet das wie eine Art weißen Ring. So, deswegen ist der ziemlich gut bestimmbar. Und typischerweise der Standort ist das Wichtige. Kalkhaltige Wegesränder. Und wenn man den findet, dann findet man meistens auch den Bruder davon. Das wäre dann der nächste, der weiße Rasling. Der steht bestimmt auch noch hier. Den werden wir bestimmt auch noch finden. So.
Genau. Kurz mal eine Aufnahme davon, wie du so einen anfällst. So. Büscheliger Rasling. Oder auch gepanzerter Rasling, wie er heißt. Das sind dann die typischen Speisepilze, die ich als Sachverständiger noch finde, die die meisten Leute ja stehen lassen. Aus gutem Grund stehen lassen. Was man ja nicht kennt, soll man ja auch nicht sammeln. Ne? Aber man könnte es. So, aber ihr könnt sie zu mir bringen. So. Also wir machen ja auch Beratungen, wir sind ja Sachverständige, wir machen ja Beratungen, im Prinzip auch an der Haustür. Und das wäre so ein Pilz, den könntet ihr mir auch vorbeibringen. Und wenn ich den im Korb finde, dann habt ihr was zum Essen. Solange nichts Gefährliches dabei ist im Korb, gefährlich anderes. Da gibt es so ein paar Einschränkungen, das lernt man dann in solchen pilzsachverständigen Ausbildungen, wann man Pilzkörbe freigeben darf zum Essen, wann nicht. Wenn jetzt nur sowas drin ist, dann hast du eine ordentliche Mahlzeit. So, wenn halt gefährliche Pilze dabei sind, dann müssten wir selbst die guten Pilze aus dem Korb sperren. So, mal angenommen, jetzt im krassesten Fall. Man hat jetzt einen Grünknollenwetterpilz dabei zum Beispiel. Ne? Und einzelne Sporen, der ist sehr giftig. Das ist der giftigste, den wir in Deutschland hier haben. Nicht der giftigste weltweit, aber hier in Deutschland ist es die giftigste Art, die vorkommt. Der führt auch regelmäßig zu Todesfällen. Also in Deutschland haben wir es so, dass zwischen 2000 und 2018 hatten wir etwa 4500 echte Pilzvergiftungen und davon hatten wir 22 Todesfälle und 90% davon waren vom grünen Knollenblätterpilz. Das müssen wir nochmal unterscheiden. Echte Pilzevergiftung, unechte Pilzvergiftung. Also es gibt einige Pilze, die enthalten wirklich Giftstoffe, die für unseren Körper giftig sind, wo wir dann also wirklich Vergiftungserscheinungen haben, die bis hin zum Tod führen können. Das kann von einfachem Erbrechen bis dahin gehen, dass wir Organe schädigen, die dann eventuell sowas wie Leber oder Niere oder sowas, was wir wirklich transplantieren müssten, um das Leben zu retten. Also bis dahin kann das gehen. Und dann reden wir auch von unechten Pilzvergiftungen, die wesentlich häufiger vorkommen als die echten Pilzvergiftungen. Wir haben es extra nochmal nachgeschaut, in Vorbereitung hierfür, dass wir ungefähr, wir haben da so eine Statistik, so 1 zu 40 etwa. Also für jede echte Pilzvergiftung kommen 40 unechte Pilzvergiftungen. Und die unechten Pilzvergiftungen entstehen hauptsächlich dadurch, dass zu alte Speisepilze genommen werden, zu große. Die im Prinzip fügt man sich selber eine Lebensmittelvergiftung zu. Stell dir vor, du hast zu Hause im Kühlschrank gammliges Fleisch oder im Brotschrank schimmliges Brot. Du isst das, kriegst eine Lebensmittelvergiftung. Bei Pilzen ist das genau das Gleiche. Wenn man zu alte Exemplare nimmt, die im Prinzip schon am Zersetzen sind, die einfach vergammeln. Und das ist der viel, viel häufigere Fall, weil viele Pilzwanderer, die mit uns unterwegs sind, sich da mal ein bisschen aufklären lassen. Je größer, desto besser. Ne? Der Steinpilz, der größte Steinpilz ist der beste Steinpilz. Und genau das ist im Prinzip ein Irrglaube. Was man nehmen sollte, sind die jungen Exemplare, die festen Exemplare, auch die kleineren Exemplare, eben nicht die größten und die alten. So, und dann bei den großen und bei den alten entstehen im Prinzip diese unechten Pilzvergiftungen. So, mit ungefähr, da haben wir ungefähr 5.000 pro Jahr, 5.000 bis 10.000 pro Jahr von diesen unechten Pilzvergiftungen, wo wir dann auch als Sachverständige angerufen werden aus dem Krankenhaus. Also die Menschen kommen dann mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus. Die Ärzte rufen Giftnotruf an, der Giftnotruf ruft uns als Pilzsachverständige an, wir fahren ins Krankenhaus und gucken uns an, was liegt denn da überhaupt vor. Was haben die Leute gegessen, wenn wir es denn rauskriegen, wann haben sie es gegessen. Das ist nochmal so ganz interessant, gerade wenn es um diese Vergiftungssyndrome geht, weil die Giftstoffe unterschiedlich stark wirken und in unterschiedlichen Zeiten wirken. Also das kann im Extremfall sogar bis zu 2 Wochen dauern, ehe man eine tatsächliche Vergiftungserscheinung bekommt. Das ist dann also sehr, sehr gefährlich, weil man im Prinzip diese Erkrankungen überhaupt gar nicht in Verbindung bringt mit Pilzen. Weil man gar nicht dran denkt, man hat vor 2 Wochen Pilze gegessen und das könnte jetzt die Ursache für meine Erkrankung sein. So, aber genau so ist es. Es gibt Pilzarten, die enthalten sogenannte Orelanine. Und das sind Stoffe, die die Nieren kaputt machen, aber halt erst über einen Zeitraum. So, und nach 1,5 Wochen fängt man dann plötzlich an, naja, dann ist der Urin ein bisschen bluthaltig und dann macht man sich so lange seine Gedanken, fährt zum Arzt und der stellt dann fest, die Nieren sind kaputt. Und im schlechtesten Fall kann es halt bis zum Tod führen. So. Wie oft habt ihr schon einen Fall gehabt, dass ihr ins Krankenhaus musstet deswegen? Wir werden regelmäßig angerufen. Also gerade jetzt zur Pilzzeit im Prinzip jede Woche. So werden die Pilzsachverständigen hier im Raum nicht immer der gleiche. Ne? Also da gibt es schon ein paar. Wir haben da in den Landkreisen einige Pilzsachverständige, die auch gelistet sind mit Telefonnummern, die dann von den Giftnotrufzentrale, das ist hier in Erfurt bei uns, und die ruft dann uns an, je nachdem,
wen sie dann erwischen halt. Und der, wenn der Zeit hat, fährt er dann halt dorthin oder er nimmt sich die Zeit. Es gab schon, ich habe jetzt erst mit einem Kollegen geredet von mir, der konnte, das war mal ein Abend gewesen, hat er erzählt, dass er, hat er was getrunken gehabt und konnte nicht mehr fahren. So, und dann ist er tatsächlich mit dem Streifenwagen abgeholt worden und der Streifenwagen hat ihn zum Krankenhaus gefahren, nur damit er die Pilze bestimmen konnte, mit dem sich die Leute vergiftet haben. Ja. Und du brauchst im Prinzip immer für die, um den Vergiftungsfall zu bestimmen, brauchst du normalerweise die Pilzreste. Ja. Und wenn du die Pilzreste nicht hast, kann es quasi nur noch mikroskopisch bestimmt werden. Und das machen eben nicht alle Pilzsachverständigen. Ja. Genau. Amanita muscaria, vielleicht geht es nach Narnia oder vielleicht Transylvania. Hallo, ich bin Rüdiger, der kleine Vampir. Ha, ich bin Masi, das Schock ist von mir. Gleich wird es passieren, so sind wir nun mal. Ja, wir probieren, ja, wir riskieren. Also hier der nächste Vertreter, gell? Das ist der braunschuppige Risspilz. So. Das ist eine sehr interessante Familie, die Risspilze. Da sind also keine Speisepilze drunter, die kann man also nicht essen. Da sind viele, viele sogar giftig oder stark giftig, giftverdächtig. Und die enthalten hauptsächlich das Gift Muscarin. Muscarin ist das Gift eigentlich, was man 1869 entdeckt hat beim Fliegenpilz. Und wonach der Fliegenpilz sogar seine lateinische Bezeichnung bekommen hat, Amanita muscaria. Weil man dieses Muscarin quasi verantwortlich gemacht hat für die Giftwirkung beim Fliegenpilz. Mittlerweile hat man in Studien oder dann später einfach wissenschaftlich bewiesen, dass das Muscarin in dem Fliegenpilz eigentlich nur in geringsten Mengen vorkommt. Also das sind 0,01% oder sogar noch weniger. Und dass die anderen Stoffe beim Fliegenpilz, die Ibutensäure und das Muscimol, im Prinzip für die Giftwirkung des Fliegenpilzes verantwortlich sind. Das Muscarin ist aber in diesem Pilz hier enthalten. Und zwar bis zu 200-fach in der Konzentration wie beim Fliegenpilz. So. Und das Muscarin ist ein sehr gefährliches Gift, ist also ein neurotoxisches Gift. Und zwar ähnelt das ganz stark dem körpereigenen Acetylcholin, was sich dann an den entsprechenden Rezeptoren am Parasympathikus andockt. Und normalerweise ist es so, dass der Körper eine sogenannte Acetylcholin-Nesterase besitzt. Das ist im Prinzip ein Abbau Prozess von dem Acetylcholin an unseren Rezeptoren im Nervensystem. So, wenn das abgebaut wird, dann ist im Prinzip der Rezeptor wird dann wieder freigemacht. So, und das Muscarin, das ist jetzt chemisch im Prinzip sehr, sehr ähnlich dem Acetylcholin, was dann darauf quasi zu, was dann dazu führt, dass es an diese Rezeptoren andockt, aber eben durch diese Acetylcholinesterase nicht abgebaut wird. Das führt also zu einer Dauererregung vom Parasympathikus und das ist im Prinzip die Giftwirkung. Das führt dann zu Halluzinationen, zu Schwindel, zu Tobsuchtsanfällen, zu allen möglichen neurologischen Symptomen wie Schweißausbrüche, Krampfanfälle, Ataxie. Da kann also eine ganze, ganze Menge passieren. Typischer Vertreter genau hier wieder auf, also die mögen kalkhaltigen Boden, typisch geforstet, hier die Wegränder an den Forststraßen. Ja, da wieder alles, ne, das wird wahrscheinlich ein Fellbling. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Also höchstwahrscheinlich der tongraue, tränende Fellbling. So. Ja, das ist so eine Familie, so eine Gattung der Fellblinge. Da gibt es keine Speisepilze drunter. Die zeichnen sich eigentlich aus durch diese tongrauen, diese blassen, tonblassen Farben. Und haben normalerweise meistens einen Geruch, den identifizieren wir. Also Gerüche gibt es ja viel im Pilzreich. Ne? Und die haben normalerweise, riechen die nach Rettich, Radieschen. Marzipan zum Beispiel. Kaffee, Marzipan ist auch dabei. Genau, Kaffee oder Tabak. Das ist alles so ein bisschen dabei, aber in diese Richtung geht es dann immer. Und man muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel die Gruppe der Fellblinge noch relativ unerforscht ist. Und Gerüche sind sowieso vergänglich und subjektiv. Ja. Also was für den einen zum Beispiel nach Rettich riecht, riecht für den anderen vielleicht nach Marmelade. Jawohl, da haben wir das zum Beispiel ein Rölling. Da haben wir den ersten Rölling für heute. So, das sollte und wird wahrscheinlich ein Mykorrhiza-Pilz, also ein symbiosebildender Pilz mit der Birke sein. Oder kann auch mal Pappel sein. So, whoops. Also der gehört auf jeden Fall zu den Raufußröllingen. Der ist jetzt, das ist ein wunderschönes Beispiel, der ist jetzt zum Beispiel schon zu alt zum Essen. So,
Also der ist zu groß und bei diesen Röhrlingen, für unsere Zuschauerschaft, kann man sich merken, wenn der Hut, wenn ich den so eindrücken kann wie hier, so, also ich mache da im Prinzip so einen Drucktest, so, und das bleibt dann eigentlich wie so eine Mondkraterlandschaft zurück auf dem Hut, dann sind die überständig, dann sind die nicht mehr zum Essen, dann sind die einfach nicht mehr frisch genug. Da haben dann schon Zersetzungsprozesse von den Eiweiß und Proteinen angefangen. Und genau das, wenn man die dann isst, genau das führt zu diesen unechten Pilzvergiftungen, wo man im Endeffekt dann einfach nur auf dem Klo sitzt. Also das will ja keiner. Ne? Das wäre jetzt also ein Raufußröhrling, den wir hier haben. Das kann man schön erkennen an diesem ziemlich dunkel geschuppten Stiel. Die sind theoretisch alle essbar, die Röhrlinge mit diesen rauen Schuppen, aber von der genauen Identifikation, von der genauen Art, manchmal schwierig zu unterscheiden. So, manchmal geht es wirklich nur auf Mikroskopebene oder es gibt ein paar, die haben deutliche Merkmale. Da gibt es zum Beispiel einen von diesen Birkenpilz, von diesen Raufußröhrlingen, die verfärben sich dann zum Beispiel bläulich in der Stielbasis, also die Stielbasis hier, das macht der jetzt hier nicht, also können wir den zum Beispiel schon mal ausschließen, aber wird wahrscheinlich der gemeine Birkenpilz sein, nehme ich mal an, der jetzt hier wächst. Wir haben ja immer wieder die Symbiosepartner hier, die Birken. Theoretisch essbar, in dem Zustand aber zu alt. So, und das, was man vielleicht noch dazu sagen kann, roh, stark giftig. Alle Raufußröhrlinge, alle Rotkappen, da gehören ja die Rotkappen auch dazu, haben im Prinzip denselbigen Stiel oder einen sehr ähnlichen Stiel mit ähnlichen Farbmustern, aber eben mit rotbraunen bis deutlich orangen Farbtönen in den Hutkappen. So, eigentlich gute Speisepilze, aber roh, stark giftig. Grundsatz für alle, die Pilzmahlzeiten zubereiten, also mindestens 15, 20, am besten 20 Minuten garen bei über 70 Grad, damit genau diese Giftstoffe, die im Rohzustand enthalten, damit die sind hitzeinstabil, die zerfallen mit der Zeit und dann sind sie halt erst essbar. Also hier hätten wir jetzt zum Beispiel mal den Vergleich, ja. Lamellen- oder Blätterpilz und hier ein Röhrenpilz. Und das ist im Endeffekt die Fruchtschicht des Pilzes. Das heißt, über diese Fruchtschicht fängt der Pilz im Alter an zu sporen. Also er wird seine Sporen in der Luft verteilen und wird im Prinzip sich dadurch vermehren. Ne? Und die typischen Anfängerpilze sind die Röhrenpilze, im Volksmund eben auch Schwammerl werden die ja genannt, weil es bei diesen Röhrenpilzen im Endeffekt wenig giftige gibt und dann schwachgiftige. Also im Endeffekt Pilze, die das gastrointestinale Syndrom auslösen, das heißt eine unechte Pilzvergiftung. Ne? Genau, und der giftigste Vertreter bei den Röhrenpilzen wäre der sogenannte Satansröhrling, ja? Und der würde eben dann zu Brechdurchfall und Übelkeit führen.